Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Sternenfreundinnen und Freunde und liebe Community, zu diesem Zoom-Meeting, was hinterher auch als Video auf YouTube live gehen wird, beziehungsweise die Aufzeichnung wird dann online gehen. Das ist jetzt der Ersatz für den Livestream, der eigentlich am 23. Oktober stattfinden sollte, am 27. Oktober stattfinden sollte. Und dann hat das aus technischen Gründen nicht geklappt. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt ein Zoom-Meeting zu machen. Und ich habe jetzt alle Leute eingeladen, die sich zu dem Livestream angemeldet hatten. Und begrüße dann jetzt auch ganz herzlich alle, die später einschalten und sich das Video auf YouTube angucken. Worum geht es? Wir schauen diesmal auf den Neumond im Skorpion und den darauf folgenden Mondzyklus. Der Neumond ist am Freitag, den 4. November abends. Und danach gehen wir dann in einen ganz heißen November mit sehr herausfordernden und leidenschaftlichen Aspekten, die bis zum ungefähr 20. November anhalten. Also da müssen wir uns jetzt alle warm anziehen. Und heute gibt es auch noch eine sehr schöne Sternzeichen-Meditation für den Skorpion. Die will ich euch vortragen. Und dann haben wir natürlich als ganz wichtiges Thema den Transit von Mars durch den Skorpion, der jetzt schon seit einigen Tagen im Gange ist. Und außerdem spielt auch die Venus in der nächsten Zeit eine sehr große, herausgehobene Rolle. Also wir haben einiges vor. Und ich wollte euch mal zeigen, wie das hier für mich aussieht, wenn ich hier in Arizona bin. Ich habe mal ein Foto gemacht von der Situation hier in meinem Studio. Moment, einmal klicken. So sieht das also aus. Also das ist das, was ich jetzt hier vor mir sehe, den Bildschirm. Und da vorne seht ihr das Fenster und dadurch kommt das schöne Tageslicht hier reingeströmt. Also so sitze ich jetzt hier mit euch und hinter mir habe ich eben dieses schöne Mandala-Bild. Das ist eine große Decke, die ich hier in einem Esoterikladen gekauft habe. Ja, also so sieht's aus in meinem Studio in Arizona. Jetzt nochmal zurück zu den aktuellen Konstellationen. Der Mars-Transit hat begonnen und der ist eben sehr, sehr wichtig und bedeutsam. Und aus diesem Grund gebe ich euch einen satten Rabatt von 40% auf die Mars-Analyse. Und in der Mars-Analyse haben wir für euch die Transite gedeutet, die aktuellen Mars-Transite für die nächsten. Auch wenn es jetzt losgeht mit Mars im Skorpion. Die Rabattaktion ist gültig bis zum 30. November. Einfach beim Bestellen den Rabattcode MARS40 eingeben. Und natürlich ist das dann auch für die nächsten Mars-Transite noch interessant für euch. Ja, und dann könnt ihr eben heute in der Verlosung auch wieder was gewinnen. Entweder ein Jahreshoroskop, eine Jahresvorschau oder das Partnerhoroskop. Und das könnt ihr euch auch aussuchen, beziehungsweise das habt ihr euch dann im Vorfeld schon ausgesucht. Wir verlosen also heute unter allen denen, die sich zu dem ursprünglichen Livestream angemeldet hatten. Ne? Und nochmal für alle, die vielleicht auch jetzt erst reingekommen sind, also dieses Video wird aufgezeichnet und dann später auf YouTube auch online gestellt. Und deswegen, wenn ihr was verpasst oder wenn ihr nachher ins Bett wollt, weil ihr müde seid, ist nicht schlimm, könnt ihr euch dann auch alles nochmal anschauen. So, gleich kommen wir zur Deutung des Mondzyklus, aber ich habe für euch noch Neuigkeiten aus der Sternbergstadt. Die nächste Meisterklasse ist nämlich schon in der Planung. Es wird eine Meisterklasse zum Thema Partnerschaftsastrologie geben. Und der Kurs geht vom 27. Januar bis zum 20. März. Und in dieser Meisterklasse lernst du, dein Beziehungshoroskop zu deuten. Wie passen zwei oder mehr Menschen zusammen? Welche Potenziale hat eine Partnerschaft? Wie verstehen sich Eltern und Kinder, Familienmitglieder, Kolleginnen und Kollegen? Was erzählt das Begegnungshoroskop? Das nehmen wir auch durch. Und auch ganz wichtig, wie erstellt man ein Kombin- bzw. Kompositoroskop und was ist das überhaupt? In diesem Kurs erfahrt ihr alles über Partnerschaftsastrologie, was ihr wissen müsst, um Antworten aus diesen Fragen im Horoskop zu erkennen.
Also das ist ein Online-Seminar, jeweils als Zoom-Meeting. Das sind 8 Kursabende zu je 90 Minuten. Und ihr wisst ja schon bereits, diejenigen aus der Meisterklasse, die heute dabei sind, die wissen ja schon, dass ich auch gerne mal überziehe. Also ich bin jetzt nicht jemand, der auf die Uhr guckt, sondern mir ist es wichtiger, dass wir den Stoff durchkriegen. Jeweils Kursabende am Donnerstag vom 27. Januar bis 17. März 2022. Dann machen wir ausführliche Fragerunden. Es wird wieder eine Gruppe geben per WhatsApp oder Facebook, wo wir uns austauschen können. Ihr bekommt die Folien zur Verfügung. Und das Ganze ist entstanden in Zusammenarbeit mit Dr. Christoph Niederwieser. Viele von euch haben ja auch die genialen Einsteigerkurse bei ihm gemacht. Und dieser Kurs baut also auf den Einsteigerkursen von Christoph auf und außerdem auch auf meiner Meisterklasse Aspekte und Transite. Also Aspekte müsst ihr auch können, um Partnerschaftsastrologie machen zu können. Das heißt, ihr müsst also nicht nur mit eurem Horoskop vertraut sein, ihr müsst und die astrologischen Zeichen, Häuser und Planeten kennen, sondern ihr müsst auch das Wesen der Aspekte verstanden haben. Denn beim Partnerschaftshoroskop ist das A und O, ne, zu verstehen, welche Aspekte sich zwischen den beiden Partnerhoroskopen bilden. Ja, das wollte ich euch noch als Neuestes aus der Sternenwerkstatt mitgeteilt haben. Das finde ich ganz toll, dass wir jetzt noch eine neue Meisterklasse haben. Die bisherige, die jetzt läuft, da habe ich sehr viel Spaß dran. Das ist eine tolle Erfahrung mit euch zusammen und das macht mir eben auch Mut für diesen nächsten Kurs. Damit zurück zu unserem Thema heute, Neumond im Skorpion. Und da habe ich jetzt für euch auch eine Sternzeichen-Meditation vorbereitet. Eine meiner Sternzeichen-Meditationen, die ich verfasst habe vor einigen Jahren im Zusammenhang mit diesen Sternzeichen-Colliers, die ich da entworfen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Meditation für den Skorpion besonders gut gefallen hat. Die werde ich euch jetzt vortragen. Für den im Skorpion geborenen Menschen. Deine spirituelle Aufgabe ist es, die einzigartige Energie des Zeichens Skorpion in die Welt zu tragen. Es ist die Kraft und das Bewusstsein des ewigen Wandelns. Vom Leben zum Tod, von einer Generation zur nächsten, von der Unverbindlichkeit zum Einlassen, von der Unberührtheit zur sexuellen Leidenschaft, von der Krankheit zur Heilung. Dir ist bewusst, dass Krisen, Wandel und Transformation die Schlüssel zum persönlichen Wachstum sind. Etwas muss immer vergehen, damit Neues entstehen kann. Du schützt das Verborgene, denn du weißt, dass die Transformation stets im Verborgenen der Seelenkräfte beginnt, ehe wir sie verstehen und weise werden können. Du gehst den Weg der Geburtshelferin, die ihre Erfahrung denen zur Verfügung stellt, welche Angst davor haben, durch den Tunnel der Krise ins Licht der Erkenntnis zu gehen. Auf diesem Weg wirst du oft missverstanden, weil du die Krise und den Schmerz der Wandlung bewusst machst und an wunde Punkte rührst. Das kann andere überfordern. Dieses Mantra unterstützt dich dabei, deinen Weg in Achtsamkeit und Verantwortung zu gehen. Die Kraft, Menschen auf dem Weg der Transformation zu helfen, ist ein großes Geschenk. Liebevoll schenke ich es denjenigen, die dafür bereit sind. Soweit also die Meditation. Und das war mir halt sehr wichtig, das in diesem Mantra auch auszudrücken, weil ja der Skorpion einfach diese unglaubliche Kraft hat, die Krise zu erkennen und den Finger auf den wunden Punkt zu legen. Und da kommt es jetzt wirklich darauf an, zu erkennen, ob ein Mensch dafür bereit ist. Und wenn Skorpione sich selber in Schwierigkeiten bringen oder bei anderen anecken, dann ist es deswegen, weil sie das ansprechen oder den Finger auf die Wunde legen, ohne zu gucken, ob der andere dafür bereit ist. Das halte ich beim Skorpion für das größte Problem. Wenn er aber so weit entwickelt ist, dass er das erkennen kann und wirklich sagt, okay, ich setze das ein, weil ich sehe, jetzt ist jemand bereit dafür, dann ist das eben eine ganz, ganz tolle und auch faszinierende Gabe, die eben die Skorpione auf eine einzigartige Art und Weise in die Welt bringen, beziehungsweise auch Menschen, die eine starke Skorpionbetonung im Horoskop haben. Ja, ich hoffe, euch hat diese Meditation gefallen und die stimmt uns ja dann jetzt auch schon
auf diesen Neumond ein. Denn zu diesem Neumond haben wir eben nicht nur das Thema Wandel und Werden und Vergehen, wie es ja eben auch zu Halloween bzw. Samhain zelebriert wird. Ne, das ist ja die Ehrung der Ahnen und der Herkunft und die Rückverbindung mit den Geistern der Ahnen. Sondern jetzt haben wir es eben auch noch mit Mars zu tun und mit Uranus. Und das sind Kräfte, die diesen Neumond halt sehr stark noch mit zusätzlichen Energien aufladen. Und da sind wir jetzt wirklich gefordert, damit klarzukommen. So. Neumond im Skorpion und Mars im Skorpion, müssten wir eigentlich sagen. Okay, bevor wir uns die Konstellation dieses Neumonds angucken, wagen wir nochmal einen Rückblick auf den letzten Neumond in der Waage vom 6. Oktober. Ich habe mir angewöhnt, hier auch im Zusammenhang mit diesen Livestreams mit euch zusammen einen Rückblick zu machen. Was haben wir uns vorgenommen beim letzten Neumond und was konnten wir davon umsetzen? Habt ihr euch Listen gemacht? Habt ihr überlegt, um den 6. Oktober rum, was möchte ich in diesem Monat erreichen, in diesen 4 Wochen? Also, ich kann euch sagen, dass es für mich im letzten Mondzyklus darum ging, mein Jahrbuch zu vollenden. Also, es war da ja schon geschrieben, aber es ging eben darum, es zu lektorieren und druckfertig zu machen. Und außerdem hatte ich mir vorgenommen, in die USA zu reisen. Der Neumond in der Waage ist ja auch immer ein Beziehungsneumond. Und in diese Zeit fiel dann eben auch der endgültige Beginn der Meisterklasse. Die habe ich natürlich schon länger vorbereitet, aber dann habe ich wirklich angefangen. Das waren also 3 große Projekte während des letzten Mondzyklus. Und die sind mir soweit gelungen. Die Vollendung des Jahrbuchs ist erreicht und die ersten gedruckten Exemplare sind jetzt ausgeliefert. Das heißt, alle diejenigen, die das Buch vor ein paar Wochen vorbestellt haben, bei denen müsste es jetzt in Kürze auch eintreffen. Also die sind jetzt wirklich schon gedruckt. Und wenn die vorbestellten Bücher weg sind, dann gilt Folgendes. Ich habe das Buch dieses Jahr wieder bei Books on Demand veröffentlicht. Das bedeutet, das Buch ist erhältlich, aber wenn ihr es bestellt, dann wird es eben gefertigt für euch. Und dadurch dauert es meistens 1 Woche oder manchmal auch etwas länger, bis das Buch kommt. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Jetzt im Moment haben wir Bücher, die habe ich vorsorglich schon mal drucken lassen auf eigene Kosten. Aber wenn die weg sind, dann geht das eben auf diese Weise weiter, dass es ein bisschen dauert, ehe ihr das Buch in den Händen haltet. Ja, und das Buch habe ich wieder mit Ray zusammen verfasst. Ray hat natürlich, könnt ihr euch denken, die Business-Teile geschrieben. Er ist ja eben Business-Astrologe und ich habe die restlichen Teile geschrieben. Und wir haben auch noch Unterstützung von 2 weiteren Astrologen im Team bekommen. Also das war wieder mal ein richtiges Großprojekt. Und also für alle diejenigen, die vielleicht sagen, oh, jetzt so ein Sternzeichenbuch, das ist vielleicht nichts für mich. Es lohnt sich aber trotzdem, es zu lesen, weil die wichtigen großen Aspekte, die jetzt für die einzelnen Sternzeichen interessant sind, die haben wir eben doch auch richtig psychologisch und wie Aspekte gedeutet. Also es könnte auch deswegen sogar für Fortgeschrittene interessant sein. Margit schreibt, kann ich noch eins bestellen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also die sind jetzt, die gedruckten sind dann, die jetzt schon gedruckt sind. Irgendwie wurde ich gerade stumm geschaltet. Aber jetzt habt ihr mich jetzt. Hört ihr mich jetzt wieder? Ist jetzt alles wieder gut? Gut. Also, Margit, du solltest das Buch am besten über Astrodata bestellen. Also diejenigen von euch, sehr gute Frage, danke. Diejenigen von euch, die in der Schweiz leben, die können das Buch über Astrodata bestellen und bekommen das dann eben innerhalb der Schweiz zugeschickt. Das wäre natürlich sehr praktisch. Aber auch da gilt, wenn die vorbestellten
gedruckten Exemplare ausverkauft sind, liefert natürlich Books on Demand auch in die Schweiz. Und überhaupt ist das Buch auch international erhältlich, habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Ja, das habe ich also geschafft, das zu vollenden. Ich hatte auch einen ganz tollen Lektor diesmal. Das hat mir sehr gut gefallen. Wassermann, der hat das ganz toll gemacht, finde ich. Obwohl der gar keine Ahnung von Astrologie hat, aber der hat einfach gut aufgepasst, was wichtig war und gute Fragen gestellt. Das war super hilfreich. So, ich mal eben klicken. Ja, und hier wäre die Konstellation des morgigen Neumonds. Also der wird exakt am Donnerstag, den 4.11.2021 um 22.14 Uhr. Also heute befinden wir uns in der sogenannten balsamischen Phase vor dem Neumond. Die ist oft so ein bisschen wie in so einer Zwischenwelt. Also wenn ihr euch heute und vielleicht auch morgen tagsüber noch schlapp fühlt, dann ist das ganz normal. Das ist oft so in der balsamischen Phase. Oder es ist auch oft eine Zeit, wo man nachdenklich ist. Und diese Nachdenklichkeit kann man eben auch gut nutzen, um sich die Liste für den nächsten Monat zu schreiben. Wir kriegen gerade einen wichtigen Hinweis. Der Link auf deiner Homepage für die Anmeldung zum Partnerschaftskurs tut nicht. Okay. Sonja, kannst du dir das mal irgendwo einen Vermerk machen und das überprüfen, bitte? Sonst bitte Mondblume. Sonja, passt schon auf. Wenn ihr sowas habt, also solche Nachfragen sind ja sehr wichtig, bitte immer schreiben an service@antonialangsdorf.com. Ja? Weil da erreicht ihr Sonja und die kümmert sich um alles. Also ohne Sonja wäre ich aufgeschmissen. Dadurch, dass ich Sonja habe, kann ich halt kreativ sein und über astrologische Inhalte nachdenken. Und Sonja kümmert sich um die Administration und ist eben für solche Fragen auch zuständig. Ne? Und deswegen, klar, ist auch gut, die Gelegenheit hier zu nutzen. Aber zum Beispiel später auf YouTube so Fragen zu posten, ist nicht so günstig, wie direkt eine E-Mail an service@antonialangsdorf zu schreiben, weil dann kommt sie direkt da an, wo sie auch bearbeitet wird. Ja? Okay. Das wäre noch vielleicht nochmal wichtig. Sonja schreibt auch, der Kurs ist im Moment noch nicht direkt buchbar, sondern ihr könnt ihn sozusagen reservieren und dann kriegt ihr, sobald der Frühbucherrabatt und der Preis ausgeschrieben sind, kriegt ihr automatisch diesen Frühbucherrabatt, wenn ihr euch jetzt eben schon mal angemeldet habt, gesagt habt, ich will auf jeden Fall dabei sein. Ja? Das machen wir jetzt demnächst. Aber guter Hinweis, danke. Okay, ich denke, jetzt haben wir alles wichtige Administrative geschafft und Hinweisverlosung ist auch klar. Die läuft dann gleich noch. Dann können wir uns jetzt der Astrologie widmen. Also, das ist das Horoskop des Neumonds. Und der Neumond besteht immer aus Sonne und Mond, die so dicht zusammenstehen. Und auch die Laien unter euch können gut erkennen, dass dieser Neumond hier in diesem langen roten Aspekt steht zu Uranus, der auf der anderen Seite steht. Das ist eine Opposition, ein direkter Spannungsaspekt und zwar ganz exakt. Der Neumond steht auf 12 Grad 40 und Uranus steht auf 12 Grad 47. Also das ist schon ein extrem genaues Geschehen hier. Und diese unruhige Energie von Uranus wird also ganz stark angetriggert und das heißt, die begleitet uns dann eben auch jetzt über diesen Mondzyklus. Ne? Also, weil man ja immer sagt, alles, was zu Neumond passiert in dem Horoskop, ist wie so ein prägender Stempel dann für die nächsten 4 Wochen, für das Geschehen im nächsten Mondzyklus. Das heißt, wir müssen mit sehr viel Unruhe rechnen, häufig auch in Beziehungen, weil das ein Beziehungsaspekt ist. Die beiden Planeten stehen sich gegenüber, wie zwei, die miteinander diskutieren. Und Diskussionen wird es wahrscheinlich reichlich und auch ziemlich hitzige geben. Dann muss man eben leider auch sagen, dass der Uranus ja etwas Trennendes hat. Und daher müsst ihr eure Beziehungen, die euch wichtig sind, diesen Monat gut festhalten. Und bei denjenigen, wo vielleicht was im Argen liegt in der Beziehung, wäre eben auch mein Tipp zu sagen, okay, wenn ihr wirklich euch trennen wollt, dann ist das jetzt genau der richtige Monat dafür, weil jetzt hat man sozusagen die Power, das durchzuziehen.
Wenn euch eure Beziehung aber dennoch wichtig ist, auch wenn vielleicht was im Argen liegt, dann solltet ihr in diesem Monat auf jeden Fall aber zwischen jetzt und dem 20. November trotzdem Problemdiskussionen vermeiden, weil die können eben sehr schnell plötzlich kann da so ein Flächenbrand draus entstehen und dann hat man sich getrennt und bereut es vielleicht hinterher. Na, also wenn ihr so wichtige Entscheidungen treffen wollt oder müsst, dann solltet ihr die auf jeden Fall auf die Zeit nach dem 20. November legen. Ne? Ja, also das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Dann, wenn ihr euch jetzt diesen Grad merkt, wo der Mond und die Sonne jetzt stehen, 12 Grad 40, genau an dieser Stelle wird der Mars stehen, zu Vollmond. Und das guckt man sich auch immer genau an, ne? Wenn so bestimmte Positionen im Tierkreis dann nochmal wiederholt werden, ein paar Tage später durch einen anderen Planeten, dann hat das auch eine sehr gewichtige Wirkung. Und der Mars verstärkt halt einfach dieses konflikthafte Potenzial, was wir diesen Monat haben. Also es wird sicherlich auch viele sogenannte reinigende Gewitter geben, das mit Sicherheit. Aber man muss eben auf die Dinge aufpassen, die einem wichtig sind. Also sei es eben eine Beziehung, sei es ein Job. Auch da kann es sein, dass man vielleicht zwischendurch mal sauer ist und einfach sagt, oh, ich will das nicht mehr und ich wollte sowieso schon immer kündigen und dann tut man es vielleicht und bereut es nachher doch. Und muss man auch sehen, die beiden Zeichen, die angesprochen sind, Skorpion und auf der anderen Seite Stier durch den Uranus, das sind auch die Zeichen für Geld und Werte. Also es geht um Besitz und auch um gemeinsamen Besitz. Und es kann eben sein, dass es auch Streitigkeiten darum gibt. Und ihr wisst ja, Streit ums Geld hat schon so manche Beziehung gekillt. Also auch da gilt, immer schön den Ball flach halten. Nichts kann so wichtig sein, jetzt temporär, dass es sich lohnt, deswegen was kaputt zu machen, was einem wichtig ist. Und das andere, was ich aber eben auch erwähnen wollte, das habe ich auch in meinen Videos ja schon erwähnt, da bin ich drauf gestoßen in dem Podcast von meiner Lieblingspsychologin Stefanie Stahl. Da ging es um eine junge, nette Frau, die, also das ist der heißt Stahl, aber herzlich. Und da zeichnet sie also wirklich auch so therapeutische Sitzungen auf, die Gespräche, die sie mit den Menschen da führt. Dann hat sie so eine junge, nette Frau da, die ist in einer schwierigen Beziehung, wo eigentlich jemand mehr oder weniger auf ihr rumtrampelt, muss man sagen. Und sie schafft es aber nicht, sich aus dieser Beziehung zu lösen, weil sie es nicht schafft, in den Zorn zu gehen. Und die beiden sprechen dann halt drüber, was das Problem der jungen Frau ist. Warum traut sie sich nicht, wütend zu werden? Warum traut sie sich nicht, da diesen Emotionen mal nachzugeben? Und in dem Zusammenhang hat die Steffi Stahl das schöne Wort Trennungsaggression gebraucht. Also man muss ja schon einen gewissen Zorn haben, um sich trennen zu können. Also so im Guten ist das sehr schwierig, dann, es sei denn, man hat da schon monatelang drüber nachgedacht, aber meistens hilft es einfach auch, um eine Distanz zu schaffen, wenn eine gewisse Trennungsaggression da ist. Und die ist halt vorhanden in diesem Monat, weil die Aggression ist der Mars und die Trennung wäre der Uranus oder auch die Distanz. Also deswegen, ne? Die Gelegenheit ist gewissermaßen günstig, etwas loszuwerden, etwas oder jemanden, was man wirklich auch nicht mehr haben will. Das kann man diesen Monat gut schaffen. Das ist schon, aber es ist halt sehr, trotzdem sehr unangenehm, weil es sind gerade die beiden Zeichen betroffen, Stier und Skorpion, die am meisten festhalten. Und gerade da sind jetzt diese Planeten Uranus und Mars, die diese Konflikte herbeiführen. Also deswegen wäre mein Tipp am besten, erst Konflikte erstmal ganz vermeiden und wirklich sagen, aufschieben, was nicht mehr geht. Und jetzt gibt es noch den Tipp, im Moment haben wir noch bis Ende, also jetzt noch ungefähr 4-5 Tage, haben wir noch einen Merkur, einen guten Aspekt von Merkur, der ist ja Sprache und Sprechen und Gespräche und Venus, die Liebe. Das heißt, in den nächsten Tagen kann man noch Gespräche führen, wenn die jetzt wichtig sind. Und vor allen Dingen auch, wenn vielleicht eben irgendwo ein Knacks ist und man möchte einfach nochmal mit dem Partner auch zusammenrücken, kann man das jetzt noch gut machen, solange dieses Sextil noch anhält. Ja, hier ist ein schöner Kommentar, vielleicht eine banale Sache. Heute ging meine sehr schöne Teekanne kaputt, die ich vor fast 30 Jahren als Erbstück von meiner Vorgängerin im Job geschenkt bekam und die ich sehr liebte.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Das ist tatsächlich so. Es kann auch sowas in Anführungsstrichen Banales sein. Also ein Gegenstand, der kaputt geht, aber an dem man eben sehr hängt, weil Stier und Skorpion sind zwei Zeichen, die an Sachen sehr hängen. Ja? Also auch das kann passieren und muss man eben auch sagen, mit Mars in Spannung zu Uranus gibt es auch eine erhöhte Verletzungsgefahr. Und zwar deswegen, wenn man unachtsam wird, wenn man sich provozieren lässt, wenn man in Hektik gerät, dann passieren eben diese Unfälle aus, ja, aus Unachtsamkeit, dass man stolpert, dass man sich schneidet, dass man sich mit heißem Tee verbrennt, solche Sachen. Deswegen ist es diesen Monat sehr wichtig, dass man den Terminkalender nicht zu voll stopft. Das wäre auch noch ein Tipp. Genau, aber da komme ich auch noch gleich in den einzelnen Phasen zu. Jetzt ist wichtig, Carol hat nochmal was Interessantes geschrieben zu ihrer Teekanne. Ich verlasse meinen Job auch diesen Monat. Die Teekanne bekam einen Sprung, ohne dass ich damit zu tun hatte. Wie interessant. Ist es nicht interessant, wie sich diese Energie gewissermaßen auf den Gegenstand übertragen hat? Auch das kann passieren. Sachen können zu Bruch gehen und ohne dass man es merkt oder ohne dass man wirklich groß was gemacht hat. Also ihr müsst euch vorstellen, dass eure Energie wie so eine Art Verstärkung erfährt. Und man muss sich jetzt wirklich vorsichtig bewegen, wie der sonst ist man eben schnell der Elefant im Porzellanladen und reißt alles ein, ohne es böse zu meinen. Auch das kann passieren. Also man muss jetzt wirklich sehr geschmeidig sein und sehr bewusst sich selbst und andere wahrnehmen. Das habe ich auch in meinem Video schon gesagt im November. Das ist jetzt wirklich so ein Monat, wo wir Achtsamkeit üben können ohne Ende. Also wir kriegen diesen Monat garantiert viele Gelegenheiten zu üben, was es bedeutet, wirklich achtsam zu sein. Und mit dem Körper, mit dem Bewusstsein, mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir denken. Also ich denke, in diesem Monat kriegt man sehr schnell die Energie zurück. Ne? Also man hat wie so ein Echolot, das prallt sofort zu einem zurück und man kann es sofort wahrnehmen, was man da gemacht hat. Ja, eine sehr wichtige Konstellation ereignet sich nur wenige Stunden nach dem Neumond. Und zwar wird die Venus dann in den Steinbock gehen. Ihr seht das ja auf diesem Horoskop vielleicht schon. Die Venus steht hier oben im Schützen. Na, wo ist das Händchen? Hier. Die steht hier oben im Schützen schon auf 29 Grad zu Neumondmorgen und wandert dann eben in der Nacht darauf in den Steinbock. Und das ist insofern wichtig, weil sie dort fast 4 Monate bleibt, nämlich bis Anfang März, denn sie wird im Dezember rückläufig. Und das sind auch nochmal sehr besondere Konstellationen, denn sie wird während dieser Zeit über Wochen, und zwar im Dezember und Januar, eine Verbindung mit Machtplanet Pluto eingehen. Und das bedeutet, Liebesfragen und Machtfragen verbinden sich in dieser Zeit. Ne? Venus ist ja Liebe und Pluto ist Macht. Und deswegen habe ich das auch Shades of Grey Konstellationen genannt. Also das Shades of Grey, da ist ja eine besonders schöne Stelle. Also jetzt ganz egal, wie man das Buch findet, aber was halt interessant ist, ist dieser Vertrag, den sie da unterschreiben muss. Sie geht ja ein Verhältnis ein mit diesem Typen, wo er sie dominiert und sie ist seine Sub. Also er ist der Dom und sie ist die Sub. Also sie soll sich unterwerfen. Und da macht er einen genauen Vertrag mit ihr, wo das genau festgelegt ist. Das ist eigentlich ganz faszinierend, diese Idee. Und das müsst ihr euch vorstellen, entspricht den Kräften, wenn Venus und Pluto im Steinbock auch noch zusammenkommen. Da geht es um Bedingungen, da geht es um genau, wer unterwirft sich wem? Also gerade bei Pluto muss man auch immer an solche Sachen denken. Ne? Das ist ja auch alles in Ordnung. Also da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, wo solange beide das gut finden und beide diesen Vertrag mit vollem Bewusstsein unterschreiben. Es wird halt dann blöd, wenn einer das nur mitmacht, sag ich mal, aus Liebe, aber gar nicht wirklich dahinter steht. Dann wird es kompliziert. Also das wird auch eine Zeit, diese 3 Monate, wo sich sehr komplizierte, verstrickende
Affären ergeben können. Und da muss man dann wirklich gut überlegen, ob man das will. Ne? Denn man kommt aus der Nummer so schnell nicht wieder raus. Ja, also das passiert eben jetzt alles mit diesem Neumond. Ne? Der Beginn der langen Reise der Venus durch den Steinbock kommt da noch mit dazu. Und das Ganze hat jetzt einen Vorteil. Die Venus, die wird dadurch, dass sie bald rückläufig wird, immer langsamer und langsamer und hat jetzt eine ganze Zeit lang das gleiche Tempo wie der Mars. Das bedeutet, dass die für den Rest des Monats ein sogenanntes Sextil, einen Freundschaftsaspekt bilden werden. Und das ist die Rettung. Das ist die Rettung in diesem ganzen, in diesen Desaster-Konstellationen. Die Rettung sind feste und verlässliche Beziehungen, wo wir uns auskennen, Steinbock halt, ne? Wo wir uns auskennen, wo wir wissen, woran wir sind, und wo man auch schon einiges miteinander gemeistert hat, wo man sich aufeinander verlassen kann. Ich habe bei einem Sternzeichen das Bild gebracht, wir müssen uns jetzt so ein bisschen verhalten wie eine Segelcrew im Sturm. Ja, also Mars-Uranus ist wie so ein kosmischer Sturm und da ist nicht immer Zeit für Zärtlichkeit. Ja, wenn man da einem zubrüllen muss, hey, du musst, keine Ahnung, setz die Segel, ich kenne die Begriffe nicht, aber ne, so teammäßig, da ist keine Zeit für, Schatz, würdest du, wenn du vielleicht Lust hast, demnächst bitte mal, sondern das muss manchmal schnell gehen, man muss sich zurufen können, man muss sich aufeinander verlassen können. So kann man sich das vorstellen. Dass man, also ich glaube, am besten funktionieren die Beziehungen, wo man so als Team miteinander funktioniert. Und natürlich muss man dann in ruhigen Momenten auch schauen, dass auch die Zärtlichkeit nicht zu kurz kommt. Aber das glaube ich auch nicht, dass das passieren wird, weil wir haben ja immerhin Venus-Mars im Aspekt, in einem guten Aspekt. Und das ist auch ein durchaus leidenschaftlicher und sinnlicher Aspekt. Das heißt also, wenn man die Zeit dazu findet und sein Gefühl dafür auch wieder ausbuddeln kann, trotz dem ganzen Stress, dann sollte man sich eben auch Zeit für die Liebe nehmen. Okay. Also Andrea schreibt, bei mir ist noch nichts so Heftiges passiert. Ja, es ist ja auch, es fängt ja auch gerade erst an. Im Moment ist noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Noch befindet sich der Mars, das seht ihr hier in diesem Neumond-Horoskop, noch nicht in dem extrem stressigen Aspekt, der kommt jetzt. Also im Moment ist es noch ruhig und morgen auch. Also morgen den Tag könnt ihr auch gut für eine Neumond-Meditation nutzen. Aber bis zum ersten Mondviertel hat es wahrscheinlich dann schon die ersten Kräche gegeben. Und das zeige ich euch jetzt. Da sieht man nämlich, dass der Mars einen starken roten Aspekt hier zu Saturn bildet. Und das ist Stress. Mars und Saturn ist Stress und dann ist teilweise auch noch der Merkur mit dabei. Der steht dann im Skorpion und das ist dann, da gilt dann wieder das, was ich vorhin in der Meditation gesagt habe. Merkur im Skorpion ist schnell verleitet, den Finger auf die Wunde zu legen und die Problempunkte, die er erkennt, auszusprechen. Und wenn das mit Mars zusammen passiert und dann auch noch Opposition Uranus, dann hat man eben wirklich schnell Sachen gesagt, die sehr verletzend wirken und die auch beim Gegenüber eine heftige Reaktion auslösen. Also wir sind jetzt wirklich gut damit beraten, uns gegenseitig so ein bisschen mit Samthandschuhen anzufassen. Ja, das ist also, da werden wir nicht drum rumkommen. Das ist wichtig. Und also bis zum 11. ungefähr bildet sich eben dieses Quadrat zwischen Mars und Saturn. Und das ist insofern stressig, weil, also entweder hat man das Gefühl, man kommt nicht voran, also man kann nicht so, wie man will, weil andere vielleicht einem Stein in den Weg legen oder weil Umstände immer wieder dazwischen kommen, weil immer wieder irgendwas anderes ist, um das man sich erst noch kümmern muss. Und das andere ist aber auch, dass man eben denkt, das schaffe ich auch noch, ach und das schaffe ich auch noch, ach ja, ist doch kein Problem, das schaffe ich auch noch. Und dann kommen wir halt ins Gedränge, weil wir es eben doch nicht schaffen. Also deswegen auch hier nochmal mein Tipp, stoppt euch den Terminkalender nicht zu voll, wenn es irgend geht. Und wenn ihr merkt, dass ihr irgendwas nicht machen könnt, dann sagt den betroffenen Leuten Bescheid. Denn eben mit diesen Konstellationen sind auch dann die Leute schnell beleidigt oder enttäuscht oder genervt. Oder ne? Also insofern immer Bescheid sagen, rechtzeitig auch Bescheid sagen, wenn man was nicht schafft und nicht kann. Ne?
das, wie es der Steinbock eben auch macht im Allgemeinen. Der ist ja da eigentlich immer recht verlässlich. Was schön ist in diesen Tagen rund um den 11.11., dürfen wir eigentlich wieder Karneval feiern? Das weiß ich jetzt überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall, wenn das wieder erlaubt ist, ist es schön, weil wir haben Sonne, Neptun. Das ist eine sehr schöne Konstellation für Fantasie und auch für Verkleidungen und für schöne Bilder, für schöne Effekte, für ein tolles Kostüm. Also wenn wir dürfen und können, dann werden diejenigen, die sich halt gern verkleiden und gerne ein bisschen Karneval feiern, bestimmt viel Spaß haben. Und soweit ich mitbekommen hatte, war ja Halloween eigentlich auch recht unbelastet, oder? Bei uns zu Hause in Deutschland. Also in Las Vegas war es so, dass schon alle Masken tragen mussten. Also waren die Leute auch relativ diszipliniert. Draußen war es natürlich nicht nötig. Und war auch, die Leute waren wild verkleidet, besonders sexy verkleidet. aber in den Shows wurde das schon sorgfältig kontrolliert. Genau, hier ist noch von Carol mit den Teetassen, hat noch ein Beispiel. Die Teetasse von der Schwiegermutter ging einfach kaputt, als ich sie spülen wollte. Ich habe sie einfach nur angefasst und hatte drei Teile in der Hand. Genau, das ist wirklich auch typisch für diese Konstellation. Überall, wo schon so eine Energie von Bruch drin ist, kommt das jetzt zutage. Ja? Also Sachen, die angeknackst sind, die können eben jetzt besonders leicht zerbrechen. Vor allen Dingen jetzt in den nächsten 2,5 Wochen. Deswegen achtet auf eure Sachen. Und wenn so etwas zerbricht, was auch einfach schon alt ist, dann muss man vielleicht auch einfach lernen, dann mal davon loszulassen. Einfach zu sagen, okay, das war es jetzt mit diesem Teil. Auch wenn es traurig ist. Genau, da hat sich was entladen und da wird sich auch noch was entladen. Also wie gesagt, zuerst haben wir diesen Frustrationsaspekt von Mars zu Saturn. Und mit dem Merkur dabei neigt man dann eben auch gern dazu, bei anderen die Schuld zu suchen. Würde ich auch von abraten. Ich würde wirklich davon abraten, andere zu beschuldigen, auch weil es ist ganz egal, auch wer Recht hat. Die Leute werden sich aufregen und beleidigt sein, sich angegriffen fühlen, sich schwierig sein, auf stur schalten, es nicht verstehen, egal was. Deswegen ist es jetzt wirklich gut, so gut es nur geht, jetzt wirklich mal runterschlucken und immer wieder die 90-Sekunden-Regel. Ne? Tief durchatmen, 90 Sekunden abwarten, ohne den Ärger gedanklich noch weiter zu nähren und dann nochmal die Sache aufrollen. Wirklich überlegen, sollte ich das jetzt besprechen, soll ich das jetzt klären oder hat es noch ein bisschen Zeit? Und dann erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ne? Genau. Ja, also hier sehen wir auf jeden Fall, dass die Venus glücklicherweise dieses Sextil bildet, jetzt in dem Fall auch zu Merkur und Mars. Das heißt eben immer wieder, wenn wir in die Energie der Liebe und auch der guten Verbindung gehen, dann hilft uns das, mit solchen Situationen fertig zu werden. Naja, und was Mars im Skorpion bedeutet, das habe ich ja in meinem November-Video auch schon recht drastisch in Worte gefasst. Es ist halt ein sehr starker Mars. Der Mars war ja früher der Herrscher auch des Skorpions. Also der beherrscht den Widder und beherrschte, bis man Pluto entdeckt hatte, auch den Skorpion. Das heißt, er steht da eben auch in seiner Heimat. Nur es ist eben eine hintergründigere Energie. Ne? Mars im Widder kann man meistens leicht erkennen. Der stürmt sofort los, der ist ungeduldig und aktiv und haut sofort dem Gegner einen auf die Nase. Und im Skorpion ist er aber mehr taktischer und hält sich lieber im Hintergrund und wartet, bis der Feind eine Schwäche zeigt, um dann zuzuschlagen. Und insofern ist Mars im Skorpion wirklich ein bisschen tückisch, denn selbst wenn jemand, mit dem man zu tun hat oder sich streitet, erstmal nichts sagt, das heißt noch gar nichts. Das heißt, dass die Person dann später um die Ecke kommen kann. Mars im Skorpion ist auch so eine Rachegeschichte und dann vielleicht versuchen könnte, Rache zu üben. Also ne, wir müssen jetzt wirklich aufpassen und versuchen, dagegen anzulieben. Ja, hier nochmal die Frage, gilt das auch für gesundheitliche Aspekte? Ja, also gesundheitlich, habe ich ja schon gesagt, haben wir einfach ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Und das vor allem durch Hektik und Unachtsamkeit. Ja, dass man da aufpassen muss. Und ich
also ich merke das ja selber, ich hatte das jetzt letzten Monat schon, weil letzten Monat stand der Mars in der Waage und damit in Spannung zu meinem persönlichen Mars, der im Steinbock steht, da hatte ich auch so ein paar Tage, wo andauernd was passiert ist, weil irgendwie auch die eigenen Bewegungen, die werden irgendwie ausladender und eckiger und man gestikuliert vielleicht einfach nur und stößt dabei gegen was. Der Mars lädt einen mit Energien auf, die man einfach kontrollieren muss. Das ist so, als hätte man ein wildes, schwarzes Ross unter sich, das macht, was es will, wenn man nicht wirklich mit ihm in Verbindung geht. Denn eins ist ja wichtig, der Mars ist ja unser innerer Krieger. Im Grunde genommen wartet der nur drauf, dass wir ihm sagen, so, dafür sollst du jetzt kämpfen. Und der ist aber sehr stark auf unsere Gefühle geeicht. Ne? Skorpion ist ja ein Gefühlszeichen. Und wenn er dann eben denkt, boah, da ist ein Gefühl von Trauer, von Eifersucht, von beleidigt sein, da muss ich doch jetzt sofort was unternehmen. Ne? Und dann springt der Mars eben an und legt los. Und dann werden wir aggressiv oder wir wollen uns rächen, wie auch immer. Was halt gut ist, ist, wenn wir dem Mars eine gute Aufgabe geben können. Wenn wir jetzt irgendwas Wichtiges haben, wofür wir uns einsetzen wollen, darf auch gerne körperlich anstrengend sein. Mars ist mit Mars in der Waage, im Skorpion ist ein sehr starker, auch körperlich starker Mars. vielleicht eben auch Sport, aber bitte aufpassen. Beim Sport bitte immer aufpassen, dass man nicht irgendwas macht, was man noch nie zuvor gemacht hat, wegen Uranus. Ne? Uranus ist ja diese Energie des Neuen, was aber dann schnell aus der Kontrolle geraten kann. Also deswegen nur Sachen, auch sportlicher Ausgleich, bei denen man sich sicher fühlt. Also ich zum Beispiel, wenn ich mir die Konstellationen angucke und wenn ihr betroffen seid, das könnt ihr, wie gesagt, in der Mars-Analyse rausfinden, wenn ihr zum Beispiel den Mars selber im Skorpion habt, im Stier, im Löwen oder im Wassermann und da knallt jetzt diese Konstellation drauf, würde ich zum Beispiel jetzt nicht Schlittschuhlaufen gehen. Weil das so ein Sport ist, bei dem man hinfallen kann oder sich die Haxen brechen kann. Ich würde es nicht machen. Ja, also deswegen ist es halt immer auch wichtig zu gucken, wo habe ich selber meinen Mars, wo habe ich meine Sonne, welche Planeten werden jetzt angegriffen durch diese Konstellation. Ja, Carol schreibt, hast du einen Tipp für ein Neumondritual? Da würde ich euch jetzt wirklich empfehlen, sofern noch nicht geschehen, euch das Video vom November anzuschauen, für euer Sternzeichen und für euren Aszendenten auch. Denn da gebe ich eben Tipps richtig ausführlich für jedes Sternzeichen, wobei ich auch nachschaue, in welche kosmischen Häuser dann die Konstellationen fallen. Also das würde ich dann einfach sagen, schaut euch die Videos auch an, sozusagen als begleitende Maßnahme. Gut, wir schauen uns das nächste Viertel an. Und das ist dann schon der Vollmond. So, ich sehe, ich habe beim wilden Rummachen hier drauf gemalt auf die Bilder. Aber ich weiß nicht, wie man es rückgängig machen kann. Ich lasse es jetzt mal so. Es passt einfach voll zu der Energie. Also, der Vollmond. Und das ist einfach auch nochmal eine Hammer-Konstellation. Das ist eine Mondfinsternis. Die ist am 19.11. morgens um 9.57 Uhr. Das heißt, sehen werden wir die, glaube ich, kaum. Aber sie ist halt sehr stark fühlbar. Und ihr wisst ja, Vollmond ist sowieso schon eine Zeit, wo die Gefühle hochschlagen. Und wenn es eine Mondfinsternis ist, wird dieser Effekt einfach nochmal verstärkt. Und der Vollmond selbst passiert auf 27 Grad Skorpion und Stier, also ziemlich weit hinten in der dritten Dekade dieser Zeichen. Aber der Mars steht jetzt auf 23 Grad. Das ist fast genau da, wo vorher der Neumond stand. Das habe ich ja vorhin schon erläutert. Und bildet jetzt eben zu diesem Vollmond, vor allen Dingen in den Tagen vorher, das bildet sich, also das spitzt sich richtig zu, ne, zu dem Vollmond hin, bildet der Mars diese exakte Opposition zu Uranus, die eben, wie beschrieben, relativ gefährlich ist, sowohl in gesundheitlicher Hinsicht, Unfallgefahr, als auch in Hinsicht darauf, dass man sich eben vielleicht aus einem spontanen Gefühl heraus, aus dem Zorn heraus, aus dem Wunsch heraus, sich zu befreien, vielleicht etwas zerschlägt, Porzellan zerschlägt und das hinterher vielleicht doch bedauert.
Da ist die Spannung also sehr stark, aber gleichzeitig ist da auch die Venus sehr aktiv. Das seht ihr hier, wenn ihr euch die Venus hier mal anguckt, dann seht ihr, dass die blaue Linien zum Mars und zum Uranus bildet. Und das sind entspannende Linien. Das heißt, diese Spannung, die zwischen Mars und Uranus herrscht, sind ja 180 Grad, wird durch die Venus aufgebrochen, aufgeweicht, entspannt. Ne? Also das ist so ein bisschen wie in der Musik. Also man fügt einen zweiten harmonischen Ton dazu. Man hat einen Ton, fügt einen zweiten harmonischen Ton dazu, um die Schwingung harmonischer zu gestalten. Und das ist halt die Hoffnung, die wir haben, ist, dass die Venus die Kräfte der Beziehungen, der guten Verbindungen und auch, weil sie im Steinbock ist, ein bisschen der Vernunft, uns dann eben hier helfen, dann doch nicht so viel Schaden anzurichten. Also das hoffe ich auf jeden Fall. Das kann uns gelingen mit dieser Venus im Steinbock. Ja. Also insofern immer wieder, wenn ihr wütend werdet, wenn ihr mit dem Fuß aufstampfen wollt, wenn ihr denkt, ich halte das nicht mehr aus, ich muss mich befreien. Das ist eben auch, die Skorpionkräfte sind ja sehr bindend und können in der Beziehung einem auch so ein Gefühl geben, dass man keine Luft mehr kriegt. Und dann hat man da eben den Uranus, der einem ins Ohr flüstert, befreie dich, lass alles hinter dir und dann wird es dir besser gehen. Aber ist eben die Frage, ob das dann wirklich so der Fall ist. Das muss man sich eben gut überlegen. Und da hilft die Venus, die ist ja auch im Steinbock so ein bisschen nüchterner. Das heißt, die ist dann schon in der Lage zu sagen, ja, aber willst du wirklich eine Beziehung aufgeben, in die du so viel investiert hast? Oder eben auch eine finanzielle Partnerschaft. Das wäre doch schade drum. Das hilft uns dann. Das ist wirklich sehr hilfreich. Ja, deswegen, ne, lebensverändernde Entscheidungen wie eine Trennung oder Kündigung bis mindestens zum 20. November vertagen. Und was noch wichtig ist zu wissen, die Dinge, die man jetzt rund um diese Mondfinsternis tut, die haben eine relativ lange Wirkung, also noch bis zu 3 Monate. Die Mondfinsternis wirkt schon bis zu 1 Monat vorher, das heißt, die wirkt bereits und die wirkt auch noch 3 Monate nachher. Ne? Also auch daher ist es wichtig, sich achtsam zu verhalten, denn das ist unter Umständen nicht mal so mit einem schnellen Spruch getan oder einer kurzen Entschuldigung. Also wenn da irgendwas vorgefallen ist, dann kann das noch ein paar Monate nachwirken. Genau. Dann ist auch interessant, dass der schöne Freundschaftsaspekt zwischen Saturn und Chiron sich da auch nochmal aufbaut. Das heißt, da sind auch die Kräfte der Heilung und Vernunft am Werk, die dann versuchen, uns so ein bisschen auf dem Boden zu halten und uns und dafür zu sorgen, dass wir uns vernünftig verhalten. Also vielleicht kann das auch ein bisschen helfen. Und dann setzen sich langsam die Kräfte der Entspannung weiter durch. Das sehen wir im nächsten Mondviertel. Der Mond selbst ist ja klar, bildet natürlich eine Spannung hier. Der steht dann in der Jungfrau. Das ist aber bei jedem Viertel so. Das ist ganz normal. Ne? Der steht jetzt in Spannung zur Sonne und auch zu den Mondknoten. Das heißt, da hat die Zeitqualität auch so ein bisschen was Karmisches. Wir fangen an, über Vergangenheit und Zukunft nachzudenken. Vielleicht auch über die Vergangenheit und Zukunft unserer Beziehungen zum Ende des Monats hin. Was super schön ist, ist, dass die Venus, die weiterhin einen guten Liebesaspekt zu Mars hat, gleichzeitig auch einen schönen Aspekt zu Neptun als Romantikplaneten bildet und Mars auch. Also Venus, Mars und Neptun tun sich in den letzten Tagen des Monats zusammen und das ist dann sozusagen wieder das Gegenteil von dem, was wir vorher hatten. Also vorher ne, diese Leidenschaft und auch teilweise eben diese Wut oder das Explosive und hinterher auf einmal so, wow, Friede, Freude, Eierkuchen, boah, wieso habe ich mich denn überhaupt so aufgeregt? Das ist das eben, ne? Das, weswegen ich euch raten würde, nicht zu radikale Entscheidungen zu treffen. Denn mit diesen Romantikaspekten zum Ende des Monats kann es sein, dass jemand, den ihr vorher am liebsten erwürgt hättet, auf einmal wieder der strahlende Prinz ist. Also es ist schon ein ziemliches Auf und Ab diesen Monat. Auf jeden Fall haben wir da schöne romantische Konstellationen, die sich auch bis zum Ende des Monats erstrecken
Und da kann man sich sonst auch wieder versöhnen oder wieder was Schönes miteinander unternehmen und gute und positive Erlebnisse haben. Ne? Wir sind aber trotzdem noch nicht ganz durch mit den ganzen Aufregungen, weil nämlich der nächste Neumond im Schützen dann am 4. Dezember eine Sonnenfinsternis ist. Zeige ich euch jetzt auch noch mal schnell. Der ist auch sehr spannend. Da spielt dann Lilith eine wichtige Rolle drin. Und dieser Neumond als Sonnenfinsternis zeigt auch da wieder, dass alles, was wir tun, auch weiterhin eine große Wirkung hat auf unser Leben. Und die Sonnenfinsternis, die wirkt noch bis zu einem ganzen Jahr danach. Jetzt muss man aber natürlich gucken, die wirkt dann immer nur auf bestimmte Leute. Also in dem Fall jetzt auf Schützen, die rund um den 4.12. Geburtstag haben, also man kann sagen 4 Tage vorher und nachher, und auch auf Zwillinge, die rund um den 4. Juni Geburtstag haben. Wenn ihr da dazu gehört, dann überlegt euch schon mal, was in eurem Leben Wichtiges ansteht, denn das kann eine große Veränderung bringen. Ja, also diese Sonnenfinsternis ist übrigens nicht so stark, das ist eine partielle Sonnenfinsternis, aber sie ist auf jeden Fall noch im Bereich der Finsternisse und hat von daher eben auch eine entsprechende Wirkung. Und dann noch als kleiner Tipp, man soll nicht zwischen Mondfinsternis und Sonnenfinsternis wichtige Ereignisse legen, wenn sie es vermeiden lässt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein neues Geschäft eröffnen wollt oder auch möglichst, also Hochzeiten oder so, ist auch nicht so ganz günstig, wenn die zwischen zwei Finsternisse fallen. Ja, das wäre jetzt in dem Fall vom Vollmond am 19. November bis zum Neumond im Schützen am 4. Dezember. Das wären so 2 Wochen, wo man jetzt halt möglichst nichts Wichtiges Neues starten sollte. Es sei denn halt, es lässt sich nicht vermeiden. Also an dem Tag selber der Finsternis. Ne? Grundsätzlich bedeutet natürlich eine Finsternis, dass sich Dinge ändern oder wichtige Neuerungen passieren im Leben, bloß der Tag selber ist halt nicht so geeignet. So. Hier schreibt Wikipedia, schreibt, es gab für dieses Jahr den Hinweis, dass unsere normalen Aszendenten dieses Jahr nicht gelten. Nee, sorry, aber davon habe ich nichts gehört und das macht dir deswegen keine Sorgen. Ich weiß nicht, wer das behauptet hat, aber da gibt es keine Hinweise. Leberreinigung, fragt Ursel. Ja, das ist natürlich interessant. Das würde ich dann in den Zyklus ab dem Neumond am 4.12. legen, weil dieser Neumond ja im Schützen ist und der Schütze gehört mit der Leber zusammen. Und dafür eignet sich dann der folgende Zyklus auch gut. Bloß eben die 2 Wochen zwischen dem vorausgehenden Vollmond und diesem Neumond sind nicht so günstig. Danach kann man gut was Neues anfangen oder ein gesundheitliches Projekt starten. Ne? Ja, also wir werden auf jeden Fall uns diese Finsterniskonstellation und diesen Neumond natürlich noch mal näher anschauen. Und zwar habe ich wieder einen Livestream geplant am 23. November. Und dann bin ich wieder in Deutschland. Dann sollte das auch technisch kein Problem mehr sein. Ne? Dann schauen wir eben in diesen Mondzyklus und auch dann gibt es auch noch mal eine kleine Vorschau. Auf die Tendenzen fürs neue Jahr. Dann wird es ja mal so langsam Zeit. Ne? So Ende November kann man ja schon mal ins neue Jahr schauen. Okay, gut. Also das waren meine Gedanken zu dem aktuellen Zyklus. Habt ihr noch wichtige Fragen dazu? Wie gesagt, also die Vorschläge für die Rituale findet ihr in dem Video für den November und auch noch mal recht ausführlich eine Beschreibung, wie sich diese ganzen Mondkonstellationen, über die wir heute gesprochen haben, auch dann für die Sternzeichen auswirken. Ja. Wenn ihr dann sonst dazu weiter keine Fragen habt, dann rufe ich die nächste Folie auf. Okay. Und zwar nochmal ein Hinweis, dass wir den Rabatt auf die Mars-Analyse haben. Also wenn ihr wissen wollt, ob dieser Mars im Skorpion kritisch zu eurem persönlichen Mars steht, dann kann euch die Mars-Analyse das beantworten. Und wenn der Mars im Skorpion nicht kritisch steht, dann vielleicht auch der nächste Mars-Transit. Der Mars geht ja dann in den Schützen
und anschließend in den Steinbock. Das wäre auch alles damit noch abgedeckt. Ne, die nächsten Mars-Transite, die nächsten beiden Mars-Transite wären damit noch abgedeckt. Gut, das wollte ich also noch mal erwähnt haben und das geht bis zum 30.11. Genau. Ja, und jetzt noch mal zu der Frage von Wikipedia. Jetzt habe ich verstanden, was die Frage meint. Wikipedia meint das sogenannte Solarhoroskop. Und das stimmt bei dem, das ist das Geburtstagshoroskop. Und zwar heißt das Solarhoroskop, weil berechnet wird, weil das genau auf den Moment berechnet wird, an dem die Sonne zur Geburt stand, in dem Jahr. Und weil das immer ein bisschen voneinander abweicht von Jahr zu Jahr aufgrund der Schaltjahre, ergibt sich dadurch auch immer wieder ein neuer Aszendent. Das heißt, du hast also natürlich deinen Aszendenten im Geburtshoroskop, ist klar. Aber du hast auch jedes Jahr zusätzlich noch ein sogenanntes Geburtstagshoroskop, das Solarhoroskop, und darin kann der Aszendent abweichen. Das ist wahr und das ist auch sehr interessant, weil das gibt auch interessante Auskünfte über dein Leben in deinem neuen Lebensjahr. Und das decken wir mit ab mit unserer Jahresvorschau. Da findet ihr dann das aktuelle Solarhoroskop mit dem aktuellen Aszendenten und außerdem noch die Transite, also die Aspekte, die die Planeten in den kommenden 12 Monaten zu euch bilden. Ist also sehr umfassend. Ja, war jetzt doch wichtig, dass wir das nochmal klären. Gut. Ja, dann bin ich noch losgeworden, wichtige Sachen nicht in die Finsterniszeiten legen, auch gut. Den Livestream am 23. November, wir haben noch die Mars-Analyse im Rabatt. Ja, und dann können wir uns jetzt der Verlosung zuwenden. Es gibt ein Jahreshoroskop zu gewinnen, wie gesagt, mit dem Solargeburtstag drin, dem Solar-Aszendenten und ein Partnerhoroskop. Und wir verlosen das jetzt unter allen, die sich zum letzten Livestream angemeldet haben. Und wenn jetzt derjenige oder diejenige, die jetzt gewinnt, kriegt auch auf jeden Fall ihren Gewinn, jetzt egal, ob jetzt ihr im Zoom-Meeting anwesend ist oder nicht. Normalerweise gilt ja bei mir immer, gewinnen kann nur derjenige, der auch live dabei ist. Aber heute ist ja alles etwas anders. Deswegen machen wir es also heute live, die Verlosung. Aber gewonnen hat dann eben der oder diejenige, die ich jetzt finde. Und das macht dann die Sonja per E-Mail. Okay. Gut. Hier habe ich sonst auch nichts mehr verpasst. Ja, gut. Schön. Dann können wir zur Verlosung kommen. Das läuft immer so ab. Ich habe alle, die mitmachen, abgespeichert in meinem Smartphone und dann scrolle ich so ein bisschen auf und ab, während ich das selber nicht sehen kann und tippe dann da drauf, so Lottofee-mäßig. Achtung, es geht los. Hin und her und zack. So, Heidi Gerber. Also meine Gewinnerin ist Heidi Gerber und hat sie einen Nickname, auch Heidi. Und dann sage ich ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Heidi. Du hattest dir eine Jahresvorschau gewünscht und die bekommst du auch. Ne? Also die Sonja wird sich drum kümmern. Deswegen machen wir das immer mit Anmeldung zu diesem Gewinnspiel, weil dann gebt ihr uns auch schon gleich die Geburtsdaten und Einverständnis und alles. Und dann haben wir das so, dass wir das fertig machen können. Schön. Gut, dann kommt hier noch eine interessante Frage zum Schluss. Ich habe morgen zum Neumond ein wichtiges Team-Meeting. Was soll ich beachten? Ja, ich würde halt vor allem beachten, dass du, also du kannst insofern was beitragen, als du nicht plötzliche, unerwartete Fragen in den Raum wirfst. Denn mit diesen starken Uranus-Spannungen sind die Leute sehr leicht ablenkbar. Und es kann dir passieren, dass du das ganze Team-Meeting durcheinander bringst, wenn du irgendeine Frage stellst, als zur falschen Zeit. Ja, also da wäre ich jetzt vorsichtig, weil die Leute sind eben sehr schnell, die lassen sich jetzt sehr schnell ablenken und verunsichern. Da musst du dir genau überlegen, wie wichtig dir das ist, was du zu sagen hast und wann der richtige Moment dafür ist. Das wäre mein Tipp. Und falls umgekehrt jemand anders zum Beispiel irgendwas in den Raum wirft, vielleicht sogar was, wovon du dich emotional angesprochen fühlst, ne, oder wo du dich ärgerst, erstmal nichts machen. 90-Sekunden-Regel anwenden und dann möglicherweise den Kollegen hinterher zur Rede stellen. Aber in dem Team-Meeting würde ich
versuchen dazu beizutragen, dass das Ganze einigermaßen strukturiert und in Ruhe über die Bühne gehen kann. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendeinen technischen Ausfall gäbe oder ne, so, kann zu einer technischen Panne zum Beispiel kommen. Das ist gut möglich bei den starken Uranuskräften. Also von daher rechne mal mit dem Unerwarteten. Ja, ich habe zum Schluss noch ein paar Empfehlungen für euch. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch auf jeden Fall das neueste Video von Christoph und mir anschauen. Ein Jahr Luftepoche, das Update. Na, da haben wir uns angeguckt, wie die Luftepoche so angelaufen ist und was uns aufgefallen ist. Also sehr interessant, finde ich selber. Dann im letzten Video zum Neumond in der Waage, da habe ich auch schon mal einen ersten Blick ins neue Jahr geworfen. Da haben wir nämlich eine sehr interessante Konstellation mit Jupiter. Jupiter wird zwischen den Fischen und dem Widder gewissermaßen hin und her pendeln. Und Fisch und Widder haben im spirituellen Tierkreis eine ganz besondere Bedeutung. Das habe ich da schon ein bisschen erläutert, was das bedeutet fürs neue Jahr. Und wenn ihr euch für den spirituellen Tierkreis interessiert, da könnt ihr euch das nochmal in dem Video vom Livestream mit dem, das war der Neumond in den Fischen, die Macht der Liebe. Und da drin gibt es das Special, der spirituelle Tierkreis. Und wann das losgeht, steht auch unten in der Videobeschreibung, in den Timecodes. Ne? Dann, das würde ich euch empfehlen, wenn euch das interessiert, dann schaut doch da mal rein. Ja, und in dem Video zum Göttinnen-Neumond haben wir ausführlich über Rituale und Zeremonien gesprochen. Also das habe ich hinterher dann nochmal in meinem PDF-Dossier zusammengefasst. Inspirationen für dein Ritual, das könnt ihr euch auch für kleines Geld als PDF downloaden. Oder ihr schaut euch dieses Video nochmal an, da haben wir das im Gespräch ausführlich erläutert, wie man eben, worauf es ankommt in einem Ritual, was es wirklich bedeutet und was man da machen kann. Ja. Ja, die November-Videos sind ja, wie gesagt, online und super wichtig, weil ihr darin eben auch diese Anregungen für jedes einzelne Sternzeichen findet. Und Tipp, schaut auch für euer Aszendentenzeichen, weil da ist die Chance groß, dass die beschriebene Hausstellung dann auch wirklich auf euer Horoskop zutrifft. Ja? Okay, und dann haben wir natürlich auch noch meine Homepage. Da könnt ihr euch auch immer informieren, was es Neues gibt oder Produkte kaufen, wenn sie euch gefallen. Und damit haben wir es für heute auch schon rund. War schön mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und auf diese Weise haben wir jetzt doch noch ein schönes Video zum Neumond im Skorpion fertiggebracht. Es freut mich sehr. Das werde ich dann nachher noch auf YouTube hochladen. Euch allen noch einen wunderschönen guten Abend. Ich darf mich jetzt in den Pool stürzen zur Belohnung für die Arbeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis zum nächsten Mal, der nächste Livestream dann wahrscheinlich wieder problemlos live aus Deutschland. Und vorher gibt es aber dann auch sogar schon wieder neue Videos zum Dezember mit der Sonnenfinsternis. Also dann, alles Liebe und natürlich freue ich mich auf alle von euch, die in der Meisterklasse auch dabei sind. Und dann, wir sehen uns dann morgen um 19 Uhr zum Arbeiten. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Neumond. Denkt nochmal über das, was ich in der Meditation gesagt habe. Der Skorpion besitzt die Kräfte, das Wesen des Wandels zu verstehen und das Sterben und das Wiedererstehen und er versteht eben auch, wieso solche Prozesse im Verborgenen heranreifen. Also von daher, das ist vielleicht auch ganz hilfreich, sich das nochmal anzuschauen. Und vielleicht ist das auch ein Hinweis zu dem neuen Mondzyklus. Der Uranus neigt dazu, die Dinge ans Licht zu reißen und eigentlich schon offen zu legen, bevor sie eigentlich reif dafür sind. Und wir tun gut daran, erstmal schön zu schweigen und erstmal abzuwarten und die Dinge auf uns wirken zu lassen und uns alles erstmal in Ruhe anzugucken. Ne? Und immer schön die 90-Sekunden-Regel üben. Also ihr Lieben, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Alles Liebe und wir beenden jetzt das Meeting. Das dauert wie immer einen Moment. So, also dann, alles Liebe, alles Gute. Tschüss.